die Familie Lofranco, der dieses wunderbare Anwesen, die Fattoria La Viala, gehört, wo wir hier sind, die kennt natürlich alles, was hier an der Umgebung ist, also sämtliche schönen Orte, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, aber sie kennen auch sehr gute private Küchen. Und sie haben uns die Möglichkeit gegeben, bei Signora Serena zu gucken. Das ist eine Köchin, die hat Trieb gemacht, also die hat Kutteln gemacht, wovon man denkt, naja, das schmeckt vielleicht nicht so besonders gut. Aber man muss sagen, es war ganz fantastisch und auch die holländische Gruppe, die sie zu und damit eingeladen haben, waren auch genauso begeistert wie wir. Gli ingredienti per fare la trippa alla fiorentina sono. Serena will Trippa alla Fiorentina machen, Kuddeln auf Florentiner Art, und sie zeigt, was sie dazu braucht. Rote Zwiebeln, Öl, Lorbeerblätter. Per un chilo di trippa. Almeno 4 cipolle. Für ein Kilo Kuddeln nimmt sie 4 rote Zwiebeln. Drei der Zwiebeln zerkleinert die Köchin in der Maschine. Die vierte schneidet sie in große Stücke, damit man sie in dem Gericht noch spürt. L'ultima si lascia un po' più a pezzetto grosso, così si trova meglio qualche pezzettino di cipolla nella trippa. Olivenöl dazu und eine Vorbereitung ist fertig. Basta. Die Trippa muss sehr oft und sehr gründlich gewaschen werden. Passiamo dall'altra. L'ho divisa in due perché almeno così la lavo meglio. Sobald sie so schön weiß und sauber ist, kann sie in Streifen geschnitten werden. Trippa alla Fiorentina ist ein ganz klassisches Gericht und wird noch heute in Florenz an speziellen Verkaufsständen angeboten. Serena hat sich viel mit den traditionellen toskanischen Gerichten beschäftigt und kennt sich bestens aus. Es ist ihr Hobby. Heute kocht sie zum ersten Mal für eine fremde Gruppe. Die wunderbar roten, reifen Tomaten der Fattoria schneidet sie klein und gibt sie zu den Zwiebeln. Der Topf kommt aufs Feuer. Sobald die Tomaten leicht angeschmort sind, gibt sie die Kuddeln dazu. Quando il pomodoro si è leggermente appassito, si butta la trippa. Und 5 Lorbeerblätter aus Lorocho Fenna. Das reicht. Due, tre, quattro, cinque bastano, non di più. Riprendiamo il sale e risaliamo un pochino. Mit Salz bestreut und gut umgerührt. Für mehr Flüssigkeit sorgt noch eine Dose mit passierten Tomaten und einen Brühwürfel mit einem Glas Wasser. Un poco d'acqua. Das Ganze kocht jetzt für eine Stunde. Adesso deve bollire circa un'ora. Und schon hat Serena ihren großen Auftritt. Wie werden ihre toskanischen Familienrezepte bei den Gästen aus dem Norden ankommen? Inzwischen melden sich auch die Katzen zu Wort. Das kann doch wohl nicht sein, dass man bei so netten Menschen nichts abbekommt. Doch die haben gerade anderes im Sinn. Die Trippa wird serviert. Wie es sich gehört, mit viel geriebenem Parmesan und einem Stück Butter. Dieses Gericht überzeugt auch die größten Skeptiker. Wer jemals Vorurteile gegen Kutteln gehabt haben sollte, bei Serenas Rezept werden alle schwach. Fast ein Wunder, dass für die Katzen noch ein kleiner Happen übrig bleibt.